ich finde den Täter-Opfer-Ausgleich deshalb so interessant, weil ich der Meinung bin, dass wir alle in unserem Leben zu Tätern oder zu Opfern werden können, oder es auch irgendwie immer sind. Und wichtig finde ich aber, ist es eben in diesen Rollen nicht zu verharren, sondern Verantwortung zu übernehmen bzw. Heilung zu finden. Und deshalb geht uns der Täter-Opfer-Ausgleich alle etwas an, jedenfalls dann, wenn wir uns entwickeln wollen.